Servus ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es darum, wie du nie wieder von Frauen verarscht wirst. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, nie wieder von Frauen verarscht zu werden. Sehr großer Titel, sehr große Überschrift. Nichtsdestotrotz ist das für mich eine elementare Erkenntnis gewesen. Und ich weiß aus vielen Unterhaltungen mit Dutzenden von Männern, dass ihnen dieses Thema sehr am Herzen liegt. Und ich höre, selbiges gilt für Frauen übrigens, sowohl von Männern als auch von Frauen oftmals, dass die Monate nach einer Trennung einfach traurig sind, weil sie so sehr von ihrem Partner verarscht wurden. Und dazu möchte ich einmal ein paar Ansätze loswerden. Punkt Nummer 1. Wenn ich sage, wie du nie wieder von deinem Partner verarscht wirst, dann neigt der normale Mensch, sage ich mal in Anführungsstrichen, erstmal dazu zu glauben, ich würde dir jetzt hier in dem Video spezielle Techniken offenbaren, die es dir ermöglichen, eventuell dein Gegenüber so fein zu lesen, dass du das frühzeitig erkennen würdest. Andere sind vielleicht dazu geneigt, zu glauben, dass man sich die Frauen speziell aussucht, die einen gar nicht mehr verarschen, wenn man weiß, welche Frauen das sein könnten. Weder das eine noch das andere ist in seiner Gänze richtig. Was mir aufgefallen ist, ist die Haltung dahinter. Und diese Haltung macht den elementaren Unterschied aus, ob du verarscht werden kannst oder auch nicht. Damit du verarscht werden kannst, ist die Voraussetzung, dass du dich als Opfer siehst. Ich nenne dir ein krasses Beispiel. Stell dir vor, George Clooney, Brad Pitt oder sonst irgendjemand haben eine Frau an ihrer Seite und kommen mit der zusammen. So, und diese Frau behandelt Brad Pitt oder George Clooney, nehmen wir George Clooney, nicht besonders gut. Übrigens, ich sag's noch mit dazu, weil es gibt viele Diskussionen. Wenn ich jetzt sage George Clooney, dann geht es nicht um George Clooney, es geht auch nicht um Brad Pitt. Ich benutze George Clooney als Symbolik für einen Mann, der gut ist oder sehr gut ist im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ne? Es ist einfach nur ein Symbol. Stell dir vor, George Clooney wäre der perfekte Mann. Oder noch besser, stell dir einfach für dich den perfekten Mann vor im Umgang mit Frauen. Und dieser Mann bekommt eine Freundin und diese Freundin geht ihm fremd. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, George Clooney merkt es nicht. Wenn George Clooney das nicht merkt, gar nicht, auch nicht, dass er irgendwie ein komisches Gefühl hat, dann wird für George Clooney alles cool sein. George Clooney wird durch den Alltag gehen, wird glücklich sein und so weiter, es ist alles gut. Wenn er irgendwann rausbekommen sollte, dass er verarscht wurde, dann wird er höchstwahrscheinlich die Beziehung beenden. Nicht aus einem Paradigma heraus, oh mein Gott, ich wurde verarscht, das ist das Furchtbarste, was je passiert ist, sondern höchstwahrscheinlich aus einem Paradigma heraus, wo er sein Gegenüber anguckt und fast schon eine Art Mitgefühl hat im Sinne von, ey, warum tust du sowas? Du hättest bei mir an meiner Seite bleiben können und so wird das nichts mehr mit uns. Ich beende das Ganze. Das heißt, wir haben hier ein sehr schönes Vorleben der Begrifflichkeit Enttäuschung. Denn Enttäuschung ist faktisch das Ende der Täuschung. In dem Moment, wo du merkst, dass du verarscht wirst oder wurdest von deinem Partner, ist die Täuschung ja vorbei. Das heißt, die Täuschung war in dem Zeitraum vorher
In dem Moment, wo rauskommt, dass der Zeitraum vorher eine Täuschung war, ist das das Ende der Täuschung und du kannst sagen, okay, unter den Umständen, ich weiß von der Täuschung, möchte ich nicht weiter mit dir zusammenbleiben. Wenn man jetzt als Mann ein gutes Selbstwertgefühl hat, dann trifft man diese Entscheidung und hat weiter ein glückliches Leben. Bis zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war man glücklich. Und wenn es rauskam, denkt man sich, okay, das hätte ich nicht gemacht an ihrer Stelle. Und beendet die Beziehung. Und wahres verarscht werden, wenn es gelebt wird, dieses verarscht werden, erlebe ich in der Praxis oft von Menschen, die irgendwo ein Thema haben mit sich selbst. Und nachdem die Phase der Täuschung ein Ende hatte, sprich die Enttäuschung kommt heraus, da beginnt für sie erst das Leid. Und ab diesem Moment, wo die Täuschung ja vorbei ist, wo sie ja eigentlich aufatmen können und sagen, Gott sei Dank bin ich die los vielleicht, oder jetzt ist das vorbei, so jetzt kann ich wieder mein Leben leben oder neue Menschen kennenlernen oder den ehrlichen Weg gehen oder bin wieder frei oder keine Ahnung was. Bei denen fängt die Verarsche quasi erst in dem Moment an, wenn die Täuschung auffliegt. Und ab dem Moment, monatelang zum Teil, führe ich Gespräche, wie schlimm doch dieser Mann oder diese Frau war, weil er sie so verarscht hat. Man kann dich nur verarschen, wenn du es zulässt. Anders funktioniert es nicht. Sobald du denkst, dass man dich nicht verarschen kann, nicht aus einer Position des Egos heraus im Sinne von, ich bin schlauer als alle anderen, mich kann man nicht verarschen, sondern aus einem gesunden Selbstwert heraus, wo du sagst, hey, ich habe alles, was ich brauche, ich habe ein super Leben, so mit oder ohne meinen Partner, die Liebe entsteht in dir, die Liebe ist nicht in Abhängigkeit von deinem Gegenüber, von deinem Partner. Das ist Hollywood. Dass wir unseren Partner brauchen. Ne? Ich brauche dich, ist ein Satz, der in Hollywood immer wieder fällt, aber mit Liebe im wörtlichen Sinne wenig zu tun hat. Kurze Anekdote noch dazu, ich habe sie ein paar Mal erzählt, aber sie trifft es einfach wunderbar, ist die Geschichte von Dr. Abraham Tversky, der eines Tages an einem See vorbeiging und er sah einen jungen Mann, der am Angeln war. Und der junge Mann hat einen Fisch geangelt, und ihn gebraten und gegessen und der Rabbi ging zu ihm hin und sagte, warum isst du den Fisch? Und der Mann antwortete mit, ja, weil ich Fisch liebe. Und der Rabbi sagte, du liebst den Fisch und darum ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot, brätst ihn und isst ihn? Du liebst nicht den Fisch. Was du liebst, ist, du liebst dich selbst. Und weil dir der Fisch gut schmeckt, ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot und isst ihn. Und ich glaube, dass das oft unsere heutige Vorstellung ist von Liebe. Und das ist auch einer der Gründe, warum Leid oder das Gefühl des Verarschtseins so krass im Nachhinein bei manchen Menschen manifestiert wird. Denn das, was vorher gelebt wurde, und das ist halt jetzt, das klingt hart, aber war in der Regel keine Liebe, sondern eine Abhängigkeit. In dem Moment, wo das Glück aus dir herauskommt, autark, fällt es dir relativ leicht, mit Beziehungen umzugehen oder wenn du enttäuscht wurdest oder verarscht wurdest. Was nicht heißt, dass du gefühlskalt wirst, um Gottes Willen, überhaupt gar nicht. Aber was heißt, dass du mit solchen Momenten einfach besser umgehen kannst. Denn dein Glück und deine Liebe steht nicht in Abhängigkeit zu deinem Partner. Und wenn dein Partner weg ist, weil er meint, dich nicht gut genug behandeln zu müssen, dir fremd zu gehen, dich zu betrügen oder irgendwas, dann kannst du dich von ihm lösen, weil es dir damit, weil du diese Form der Beziehung nicht möchtest oder weil die Ehrlichkeit wichtig ist oder Vertrauen oder ähnliches, hast dein Glück aber immer noch. In dem Moment, wo du in Abhängigkeit stehst zu deinem Partner, neigen wir natürlich dazu, sobald sowas rauskommt, der Sache ewig hinterher zu trauern, denn unser Glück, damit wir uns gut fühlen können, war ja abhängig von diesem Menschen. Und wenn wir es jetzt mit diesem Menschen beenden oder dieser Mensch es mit uns beendet, weil er vielleicht wen anders gefunden hat oder sonst was und wir uns verarscht fühlen, dann leiden wir.
Und uns geht es sehr lange scheiße. Sehr lange. Monatelang zum Teil, vielleicht sogar Jahre. Weil wir glauben, dass das Glück, was wir gefühlt haben während der Beziehung, an unserem Partner lag und nicht an uns selbst. In dem Moment, wo du verstehst, dass du selbst genug bist als Mensch, dass du alles, was du brauchst, bereits in dir hast, dass du das Glück aus dir selbst heraus generieren kannst und dass wahre Liebe nicht die Erwartung ist an unser Gegenüber, was wir von ihm bekommen können, sondern wahre Liebe das ist, was wir bereit sind, für unser Gegenüber zu tun. In dem Moment wird es nicht mehr möglich sein, dich zu verarschen. Weil du nicht so viel Verantwortung abgibst, dass andere Menschen so sehr über dein emotionales Befinden herrschen können. Es wird nicht möglich sein, denn du übernimmst Verantwortung für dein Sein, für deine Gefühle, für dein Denken. Und wenn irgendein Partner das nicht wertzuschätzen weiß, dann ist das sein Problem. Denn er hat euch jetzt nicht mehr. Und es ist nicht euer Problem, weil dieser Partner euch verarscht hat. Wenn du das, was ich in diesem Video kommuniziert habe, nicht nur kognitiv verstehst, sondern wirklich verinnerlichst und lebst, dann wird es keinem Menschen auf dieser Welt mehr möglich sein, dich zu verarschen. Denn all das Leid, und das hatte ich eben schon gesagt, möchte ich aber noch ergänzend aufführen, resultiert daraus, weil du 2 Monate nach einer Trennung beispielsweise oder 1 Monat oder 5 Monate physisch im Hier und Jetzt bist, in deinen Gedanken aber noch während in der Beziehung bei deinem Partner, bei deinem Ex, bei der Verarsche. Das heißt, das Problem in der Realität ist schon gar nicht mehr da, sondern es existiert nur noch hier. Das heißt, wir haben mehrere Angriffspunkte, an denen wir arbeiten können. Wir haben den Punkt Selbstwert. Wenn du dich selbst liebst, brauchst du keinen anderen. Du kannst deine Zeit mit wem anders teilen, weil du es willst, weil es schön ist. Aber du brauchst es nicht, weil du es musst, um komplett zu sein. Das heißt, das erste ist Thema Selbstwert. Das zweite ist Thema Abhängigkeit, was Hand in Hand geht mit dem Thema Selbstwert. Das dritte ist das Thema Enttäuschung. Das Thema Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Wenn die Täuschung vorbei ist, hast du jeden Grund, dich zu freuen. Du kannst wieder dich voll ins Leben stürzen. Und der vierte Punkt ist being present. Je präsenter du im Hier und Jetzt bist, desto weniger traurig bist du über Sachen, die irgendwann in der Vergangenheit mal passiert sind. Diese 4 Punkte zusammen erlösen dich davon, von irgendeinem Menschen im Außen verarscht werden zu können. Denn du gibst gar nicht mehr genug Macht ab an irgendjemanden, dass er dich verarschen könnte. Das soll es hiermit gewesen sein, wenn dir das Video gefallen hat. Dann lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und schreib mir bitte einmal in die Kommentare, ob du schon mal eine ähnliche Situation erlebt oder durchlebt hast. Das war's von mir an dieser Stelle. Euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, adios.